Wir sind beschäftigt mit der Planung einer Karriere, sind beschäftigt mit dem Anhäufen von Besitz. Wir zählen und rechnen ständig den angehäuften Reichtum, streben nach der höchsten Position, mühen uns für den Erfolg ab, bis wir unser Grab besuchen. Al-Hakum al-Takathur, hatta zurtum al-Maqabir. Die Vermehrung lenkt euch ab, bis ihr die Gräber besucht. Denkt darüber nach. Wann waren wir das letzte Mal bei einer Beerdigung? War es bei unserer Mutter, unserem Vater, Großvater, Onkel oder bei unserem Lieblingscousin? War es bei dem besten Freund, mit dem wir kurz vorher telefoniert haben? Vielleicht war es ein Mensch, der viel lachte und weinte. Eine wohlhabende Person. Vielleicht war er beliebt. Ob arrogant oder bescheiden, ob reich oder arm, egal welche Persönlichkeit er mal war, auch er muss dieses Leben irgendwann verlassen. Ein kalter, trostloser Raum, ein Raum der Trauer. Der Raum, in dem dein Liebster oder deine Liebste gewaschen wird. Das Erste, was einem in den Sinn kommt: Dort werde ich auch liegen. Hier werde ich liegen und gewaschen werden. In diesem Raum wird man vorbereitet auf den letzten Weg bis zum Grab. In einem weißen Stoff wird man eingewickelt, wie eine Mumie. Allah subhanahu wa ta'ala sagt: Sprich, gewiss, der Tod, vor dem ihr flieht, gewiss, er wird euch begegnen. Denkst du, man kann ihm entfliehen, sich davor verstecken, davonrennen? Wie leben die meisten Menschen? Sie leben, als ob es keinen Tod geben würde. Als würde der Tod nicht existieren. Wir fühlen uns sicher hinter unserem Reichtum. Das Horten von Besitz und Gütern, der Erwerb von Schätzen dieser Welt lenkt uns ab. Ein Leben bis in die Unendlichkeit. Und wenn der Todesengel kommt und die Seele herausnimmt, so wird auch der letzte Leugner und Arrogante wissen, dass es die Wahrheit vom Herrn der Welten ist. War es das? Nein, auf keinen Fall. Wir werden zum Grab getragen. Wenn die Leiche aufgebahrt wird und die Menschen sie nehmen, um sie zum Friedhof zu tragen, so spornt der Tugendhafte die Menschen an, ihn schneller zu tragen. Der Sündhafte jedoch schreit um Hilfe und fragt, wo ihn seine Familienmitglieder hinbringen. Ein jedes Geschöpf außer der Mensch hört seine Schreie. Wäre ein Mensch in der Lage, ihn zu hören, so würde er sofort sein Bewusstsein verlieren. Oh, wehe mir! Wohin bringt ihr mich? Das wird es sein, was der arrogante Leugner sagen wird. Der, der so gelebt hat, als würde es kein Morgen geben. Doch seine Rufe verpulvern, wie vom Winde verweht. Kein Mensch hört ihn. Sein Sarg wird in den Grab gelegt, dunkel und einsam. Er hört das Weinen, das Schreien der Familienmitglieder. Erde wird auf ihn geschüttet. Es wird stockdunkel. Die Menschen gehen. Die Schritte werden noch gehört, wie sie einen verlassen. Es ist vorbei. Alles, was man in der Dunja hatte, die Villa mit dem Pool, ob Lamborghini oder die Yacht, all die schöne Kleidung, die Freunde, der Reichtum, alles zurückgelassen. Nichts wirst du mitnehmen. Anas ibn Malik radiallahu anhu berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Drei begleiten den Gestorbenen zum Grab, seine Angehörigen, sein Vermögen und seine Taten. Zwei davon, nämlich die Angehörigen und sein Vermögen, verlassen ihn. Das dritte, sein Verdienst, bleibt bei ihm. Die Begegnung mit dem Tod wird unweigerlich eintreffen. Jeder von uns wird diesen Prozess erleben. Wir können es nicht um eine Sekunde nach hinten verschieben, noch können wir uns davor verstecken. Wir sollten uns stets darüber Gedanken machen, dass wir nicht für die Ewigkeit erschaffen wurden. Wir leben so, als würden wir diese Dunja niemals verlassen. Wir leben so, als würde es kein Ende geben. Als würden wir nicht vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen. Meine geehrten Geschwister, der Tod kennt kein Jung oder Alt. Wenn die Zeit gekommen ist, so wird der Todesengel unangekündigt eintreffen. Was haben wir vorbereitet für diesen Moment? Wir sollten uns auf diesen Moment vorbereiten. Alles unterlassen, was uns von diesem Augenblick ablenkt. Ob Freund oder Freundin, Zina, Alkohol, Partys, Haram-Chats, Haram-Arbeit, einfach alles, was verboten ist. Und nur das tun, was Allah subhanahu wa ta'ala erlaubt hat, wenn wir ein gutes Ende haben wollen.